Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein sehr oft angefragtes Video oder besser gesagt Tutorial. Und zwar, wie ich meine Haare mit dem Dyson Airwrap mache. Wie ich so richtig schön voluminöses Haar bekomme, als wäre ich frisch vom... Frisch vom Friseur. Ist halt auch schwer, ne? Und das zeige ich euch hier heute mit meiner kompletten Haarroutine, wie ich auch vorher jetzt irgendwo die Haare nochmal richtig schön gepflegt bekomme. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Das hier sind jetzt natürlich alles Tipps und Tricks, die ich für mich am besten empfunden habe. Jeder Haartyp ist anders. Also es kann auch sein, dass manche von euch sagen, hey, bei mir funktioniert das einfach nicht. Und es geht jetzt hier heute um dieses richtige Blowout. Also nicht, wie ich sie glatt föhne, mit so einem leichten Schwung vielleicht hier nach innen. Wenn ihr sowas auch sehen wollt, dann sagt mir da auf jeden Fall Bescheid. Auf Instagram habe ich euch, glaube ich, mehrmals das schon mal irgendwo so im Schnelldurchlauf mal mitgenommen. Aber wenn ihr ein wirkliches How-To-Tutorial haben wollt, dann let me know. Ja, das sind jetzt meine Haare. Boah, ich glaube, ich habe sie eine Woche, wenn nicht sogar länger, nicht gewaschen. Wie ich das schaffe, ist übrigens einfach nur Trockenshampoo tatsächlich. Ich benutze dafür das von Pomelo. Sieht folgendermaßen aus. Ich kann euch hier gerne einmal ganz kurz zeigen, wie ich das Produkt anwende, weil da, glaube ich, jeder auch eine unterschiedliche Technik hat. Das gibt es tatsächlich sogar auch jetzt für dunkles Haar. Also wenn ihr noch dunkleres Haar habt als ich oder vielleicht schon so, dann nehmt auf jeden Fall die dunkle Version und damit, ich sage es euch, bekomme ich nicht nur Volumen, sondern ich kann halt wirklich meine Haare, solange es geht, schonen vom Waschen. Ja, und was ich jetzt mache, bevor ich mir die Haare wasche, ist tatsächlich eine Haarkur. Einfach weil meine Spitzen nach so einer langen Zeit ein bisschen Pflege nötig haben. Meine sowieso immer. Ich habe sehr trockenes Haar und brauche da unbedingt immer wieder Pflege mit drinnen. Und ich habe eben auch festgestellt, dass wenn ich so richtig diese Pflegeroutine vorher mache, dass die Haare einfach am schönsten aussehen. Deswegen pflegt eure Haare, macht eine Kur. Auch hier, ich mache eine Kur von Pomelo. Wenn ihr die testen möchtet, ich verlinke euch das einfach mal unten in der Infobox und ich kann euch hier sehr gerne mal einblenden, was für Produkte für welche Haare und für welchen Haartyp empfohlen werden. Natürlich könnt ihr trotzdem, also jetzt beispielsweise eine Vanilla Boost Maske, die ist für alle Haartypen. Aber das ist jetzt vielleicht mal, dass man sich so ein bisschen dran langhangeln kann. Ich finde sowas immer ganz praktisch, um zu wissen, okay, ich habe koloriertes Haar, dann benutze ich das. Ich habe eine trockene Kopfhaut, dann benutze ich das. Ich habe Schuppen, dann kann man das von Pomelo benutzen. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich die Cosmic Care benutze. Ich liebe diese Maske. Das ist meine All-Time-Favorite. Also wenn ihr was probieren möchtet, dann kann ich euch die nur empfehlen. Oder die Matcha Magic. Obwohl die Matcha Magic, da weiß ich, dass die manche lieben sie und manche sagen, ah nee, der Geruch ist nicht meins. Aber bei der habe ich noch nie gehört, dass der Geruch jemandem nicht passt. Also ich liebe, liebe, liebe diesen Geruch. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Die war im Kühlschrank, also wirklich die Masken bewahrt ihr im Kühlschrank auf, weil da auch Kokosöl mit unter anderem mit drin ist, was fest wird, wenn man es kalt werden lässt. Und dann braucht ihr nicht mehr so viel Produkt. Also lasst die ein bisschen draußen liegen, dass es ein bisschen weicher wird. Und dann braucht ihr wirklich vielleicht so viel. Ja, also und das reicht komplett. So, und dann verreibe ich das einfach in meinen Händen, auch so zwischen den Fingerspitzen, dass ich jetzt gleich alle Haare erwische und mache das einfach so in die Länge rein. Gehe hier auch noch ein bisschen vor, weil da brechen bei mir die meisten Haare ab, weil man die immer vergisst. So, und dann kämme ich das Ganze einmal durch. Ich lasse die auch gerne ein bisschen länger einwirken. An sich reichen 20 Minuten. Ich lasse das jetzt mal 20 Minuten einwirken und dann sehen wir uns danach mit gewaschenen Haaren wieder. So, da bin ich. Fresh out of shower. Hab jetzt hier mir so ein Handtuchturban gebunden. Ich habe mir meine Haare gewaschen, ganz normal. Also ich habe sie einmal schamponiert, habe sie mit eiskaltem Wasser dann tatsächlich nach der Spülung, also die Spülung mit eiskaltem Wasser ausgewaschen, das mache ich immer. Und dann habe ich einfach Hitzeschutz schon aufgetragen und habe die Haare in diesen Turban rein. Also ich habe mehr noch nicht gemacht. Kleiner Extra-Tipp, gebürstet habe ich die Haare, während ich den Conditioner ausgewaschen habe. Also ich bürste meine Haare nicht
im nassen Zustand und auch nicht im noch ein bisschen nassen Zustand, sondern ich bürste die Haare wirklich, wenn ich das auswasche, weil es super einfach geht. Danach kommen die sofort in diesen Turban. Ich drücke die so ein bisschen so trocken, aber ansonsten kämme ich die noch gar nicht. Genau, so, das habe ich alles erledigt und jetzt geht es los mit dem Dyson. Also, der Dyson kommt ja in so einer Verpackung hier an. Also so sieht das ganze Ding aus. Und hier innen drinnen findet ihr ja dann die ganzen Sachen. Sieht dann von innen so aus. Das ist alles, was ihr hier mit dabei habt. Nachdem aber diese Lederbox, so schön sie auch irgendwo ist, und im Bad sieht die auch wirklich toll aus, aber zum Reisen und sowas ist das natürlich ein bisschen unpraktisch, weil A, wiegt die unfassbar viel und B, ist die einfach nur unhandlich. Deswegen habe ich mir so eine Tasche gekauft. Kann ich euch gerne unten mal verlinken. Die könnt ihr dann einfach so zusammenfriemeln und dann könnt ihr das einfach mitnehmen. Und da habe ich eigentlich immer nur die Aufsätze dann halt drin, die ich auch wirklich benutzen möchte in der Zeit. So sieht jetzt unser Dyson-Hauptgerät so gesehen aus. Hier unten ist der Filter. By the way, in jeder Dyson-Verpackung gibt es ein so ein kleines Ding. Das ist ein Filterreiniger, also mit dem ihr dann einfach wirklich den Filter ordentlich sauber machen könnt. Viele gucken da immer nicht und dann macht ihr einfach den hier und guckt mal, was da für Dreck rauskommt. Oh, ist das ekelhaft. Also Filter öfter auf jeden Fall mal. Hulala, Alter! Hier, seht ihr das? Das kam jetzt gerade alles aus meinem Dyson raus. Fertig gereinigt. Wie gesagt, so sieht jetzt euer Hauptgerät aus. Wir haben hier jetzt die verschiedenen Einstellungen. Bedeutet, hier könnt ihr eure Hitze einstellen. Ich habe es tatsächlich immer auf der höchsten Stelle. Und hier könnt ihr einstellen, wie krass das Getöse sein soll, so gesehen. Habe ich bei mir tatsächlich auch immer auf der höchsten Stufe. Und dann haben wir hier einmal, wie wir ihn anmachen. Also da schieben wir ihn einfach nur einmal hoch. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst ist es ein bisschen laut. Wenn ihr dann einen Cool-Shot machen möchtet. Was ist jetzt ein Coolshot? Dazu, ich erkläre es einfach jetzt schon mal, dann wisst ihr es fürs Nachher. Wir föhnen uns jetzt damit die Haare und damit eine Locke, in dem Falle jetzt hier die Wellen, länger halten, sollten sie auskühlen. Also ihr solltet eine Locke nicht im warmen Zustand einfach runterhängen lassen sozusagen, weil sie dann auskühlt, während sie sich ausdehnt. Und wenn ihr eine Locke warm habt, dann solltet ihr sie auch hier oben ungefähr halten oder halt so lange in der Position, wie ihr sie haben wollt, halten, bis sie kalt geworden ist, weil sie kalt sich nicht mehr so verändert. Das ist ungefähr logisch erklärt. Ich hoffe, ihr versteht das. Jedenfalls könnt ihr hier beim Dyson die Haare eben warm und trocken föhnen. Und wenn ihr die Locke, also wenn das Haar dann trocken ist, dann verwendet ihr den Coolshot und da drückt ihr einfach diesen Powerknopf für 10 Sekunden nach oben. Ich zeige euch das aber gleich jetzt einfach nochmal, wie das in der Anwendung aussieht. Was benutzen wir jetzt heute hier für Aufstecker? Ich brauche den ganz normalen Föhnaufstecker, der sieht folgendermaßen aus. So, hier kommt jetzt dann die Luft raus. Damit werden wir erstmal die Haare zu 80% trocken föhnen und dann verwende ich diese Curler. Davon habe ich natürlich zwei, also jeweils in jede Richtung. Das seht ihr, in welche Richtung ihr die benutzen sollt an diesen Pfeilen. Also ich benutze sie immer vom Gesicht weg und den anderen Aufstecker benutze ich für diese Seite. Ja, also ich benutze alles immer vom Gesicht weg. Ich weiß, dass manche das auch ins Gesicht rein mögen, das gibt aber einen komplett anderen Look und ich mag diesen Look nicht an mir. Ich mag das auch nicht, wenn mir Haare so ins Gesicht wuscheln, deswegen genau, mache ich immer schön alles weg, dass das schön voluminös nach hinten einfach geföhnt wird. Und was wir dann noch verwenden für den Pony-Part, sage ich jetzt mal, also für die vorderen Strähnen, ist diese Rundbürste, die ist auch mit dabei, bei mir schon ein bisschen haarig. Aber die verwenden wir für die vorderen Haare, weil ich finde, dass das damit nochmal richtig schön aussieht. So, dann packen wir doch mal unsere Haare aus. So sieht das Ergebnis aktuell aus. ja, und jetzt, wie gesagt, ich mache hiermit noch gar nichts. Also ich kämme die nicht, sondern wir föhnen die jetzt total rough. Einfach erstmal ein bisschen trocken. Ja.
Jetzt trenne ich meine Haare tatsächlich hier so überm Ohr ab. Nehme die restlichen Haare, kabülsel die hier einfach so ein bisschen nach oben, stecke die fest und dann sieht das Ganze so aus. Ja, und jetzt nehmen wir auf jeden Fall, also das hier ist viel zu viel Haar. Ich glaube, das separiere ich sogar fast in drei Parts. Also lasst mal einen Part nicht dicker sein als das hier. Dann stecke ich einfach den Aufsatz, den passenden, also in diese Richtung, weg vom Gesicht, stecke ich auf und nehme jetzt dann das Separé, was wir hier abgedickt haben, ne? Was mir empfohlen wurde und was ich tatsächlich auch am schönsten jetzt bei mir finde, ist, wenn ich den einfach so nehme. Und das Schöne ist ja, wenn ihr den jetzt anmacht, dann wird die Luft durch diese Dingsens hier durchgepustet. In diese Richtung. Und somit lockt sich euer Haar komplett selber darum. Ihr braucht dann nichts machen. Ich halte das Haar hier oben am Ansatz fest, nehme meinen Dyson und werde ihn jetzt gleich anmachen und dann werde ich den hier so ein bisschen hoch und runter bewegen und ihr werdet sehen, dass die Haare sich automatisch hier unten so dran schmiegen und dann, ich ziehe einfach komplett ohne, dass ich meine Hand drehe, ja, und dann habt ihr den Föhn hier oben jedenfalls, dann haltet ihr den ein bisschen, lasst ihn aber, bewegt ihn so ein bisschen immer. So, ich mache das in so ein bisschen kreisenden Bewegungen sozusagen. Jedenfalls, wenn ihr dann das Gefühl habt, also tastet da einfach mit euren Händen immer ein bisschen dran, wenn die Haare trocken sind. Also wirklich zu 100% trocken. Dann verwendet ihr diesen Coolshot, von dem ich vorher gesprochen habe. Also dann einfach, während ihr den Föhn haltet, 10 Sekunden das Ganze nach oben halten. Dann schaltet ihr ihn aus und erst wenn die Luft nicht mehr hier durchgesogen wird. Also erst wenn er aus ist, dann zieht ihr den Föhn nach unten raus und habt die Locke. Ich zeig's euch jetzt einfach gleich mal. So, Haar glatt, Föhn an. So, Föhn ausgemacht und einfach nur so nach unten rausziehen. Und schwupp, haben wir unsere erste Locke. So, das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, aber trust the process. Damit machen wir tatsächlich gar nichts mehr. Hoppala. Wir nehmen uns das nächste Haardings hier vor. So, und ihr habt gesehen, wie easy das geht. Ausmachen. Und rausziehen. Man sieht immer erstmal aus wie früher diese, ne, Barockzeiten. Das ändert sich, versprochen. So, jetzt haben wir die Seite fertig gemacht. Jetzt würden wir die andere, den anderen Aufsatz drauf ploppen und einmal auf die andere Seite rübergehen. Ich zeige euch jetzt aber einmal ganz kurz, wie das eben aussieht, wenn wir die kleine Rolle jetzt einmal nehmen. There you can see a difference. Also hier haben wir große Wellen, hier haben wir eine kleine Locke und mache jetzt mit dem gesamten Kopf eigentlich genau dasselbe weiterhin und wir sehen uns hier oben für den Part hier oben nochmal, also für die Pony-Section, ne? Okay, mir wird heiß, oh, es ist doch was anderes, das im Bad zu machen, als wenn man das hier mit den Scheinwerfern auch noch macht, aber wir sind jetzt nur noch bei den Frontpieces. Jetzt haben wir hier den, die Rundbürste drauf und eigentlich same same hier mit dieser Schalterung. Also ihr macht den an und ganz am Schluss gibt es einen Coolshot. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich die einmal hier so in die Richtung, dann wieder in die Richtung, wieder in die Richtung. So immer so ein bisschen mit diesen bürstenden Bewegungen föhne und dann kommt es total drauf an, wie ihr es am liebsten haben mögt. Wenn ihr die Haare so jetzt dann ein bisschen länger föhnt und dann den Coolshot macht, dann werden die Haare in die Richtung fallen und so. Ein bisschen ins Gesicht so gesehen rein. Wenn ihr die Haare jetzt aber dann ganz als letztes so wegföhnt, dann werden die Haare logischerweise hier so und nach hinten fallen. Das ist das, was ich möchte. Und genau das werde ich jetzt machen mit euch im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns eigentlich auch schon beim allerletzten Step tatsächlich. And voila, well done. So, okay, das ist jetzt der letzte Stand tatsächlich. So sieht das Ganze jetzt aus und ihr seht,
wie die Haare hier vorne jetzt fallen. Ne? Also das ist das, was ich meinte. Ihr habt hier dieses Volumen und sie fallen dann nach außen. So, und jetzt seht ihr, oh, also A, einfach dieser Glanz schon mal. Das ist einfach, also und das verdanke ich zum Beispiel jetzt der Pomelo-Maske. So, ich habe Volumen pur in meinen Haaren. Wer jetzt nicht so voluminöses Haar hat, was ich mir nicht vorstellen kann eigentlich nach dem Dyson, aber der kann auch hier nochmal jetzt mit dem Trockenshampoo zum Beispiel arbeiten. Da würde ich, oder ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz. Da pumpt ihr euch einfach so ein bisschen was hier in die Handfläche einmal rein, verreibt das und würdet das dann so einkneten. So bekommt ihr so ein bisschen mehr Struktur einfach in den Haaren. Also wer das machen möchte, go for it. Das könnt ihr natürlich so oft machen, wie ihr wollt. Ich mag das jetzt so, wenn die so fluffig sind. So, und jetzt kommt eigentlich nur noch ein bisschen ja, Pflege in die Spitzen, weil die jetzt natürlich, also sie sind nicht trocken, weil dafür habe ich sie gepflegt. Aber nach dem Föhnen, denen wieder ein bisschen was Gutes zu tun. Ich benutze dafür jetzt das Vanille-Elixier, auch von Pomelo. Und da tatsächlich nicht viel, weil das ist so ergiebig, dass mir hier diese zwei Tropfen schon komplett reichen. Und jetzt kommt der Part, wofür viele sich immer erschrecken, wenn bei euch Locken nicht so lange halten. Dann solltet ihr den Step jetzt vielleicht auslassen und solltet das Ganze einfach nur mit den Fingern so ein bisschen durchkämmen. Was ich gerne mache, ist tatsächlich das jetzt durchbürsten. Ich finde, da werden die nochmal so geil fluffig. Oh, guckt euch mal diese Locken hier an. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, und schwuppdiwupp habt ihr eine Föhnwelle, als wärt ihr beim Friseur gewesen. Wer jetzt möchte, kann hier Haarspray reintun. Ich bin kein Fan von Haarspray. Dann ist das mein Endergebnis. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, dass ich euch Step-by-Step das Ganze erklären konnte. Sagt mir unbedingt in den Kommentaren Bescheid, wenn irgendwas unverständlich war. Dann kann ich da gerne irgendwie auf Instagram oder sowas nochmal genauer drauf eingehen, das in den Highlights speichern, dass jeder was davon hat. Wenn ihr selber noch Tipps und Tricks habt, haut sie unten in die Kommentare rein. Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder oder auf Instagram. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!